Da war ein Stück drin. Was war das? Alter, da habt ihr aber ordentlich in den Büchern gekramt. Ich bin dabei bei der Umweltpolizei. Reimt sogar. Chantal Chill, die macht die auf 13 plötzlich. Chantal Chill. Ich kann nicht mehr. Er hatte auch so ein Trikot an und das roch halt so voll nach Kreisliga-Trikot. Das war ein bisschen ekelhaft. Hast du einen Erzfeind? Dieses scheiß Laufband. Und Chantal. Falls Verschwörungstheoretiker heute unter euch sind, ihr müsst jetzt ganz, ganz, ganz stark sein, denn Bielefeld gibt's wirklich. Noch nie gehört. Geil. Ich geh direkt wieder. Nein, bleib da. Er ist nämlich der sympathischste Beweis dafür. Oh, ja, pass auf. YouTuber, Gamer, Schriftsteller, Concrafter, alias Laser Luca Luca. Ja. Hi. Hi. Die war echt schwierig, die Anmoderation. Es tut mir sehr leid. So, jetzt bin ich doch gleich sympathischer für dich, oder? Ich bin total nervös, ich weil ich ganz selten... Oh Gott, jetzt läuft sie schon jetzt runter. Jetzt geht's schon los. Sei lieb zu Chantal. Chantal steuert alles hier. Ja. das ist... Ich darf jetzt nichts sagen. Ich wollte gerade sagen, das geht ja noch, aber wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich direkt auf Stufe 2000. Nein, es geht noch. Passt bloß auf. Also, du bist auf jeden Fall... ich bin ja sehr klein. Ich muss erstmal ein Workout starten du hier bei meiner Mutter. Ach nein, machst du wirklich? Ja, klar. Oh. Jeden Tag krieg... Ey, mach mal. Guck, siehst du, Chantal hört alles. Was mache ich denn hier gerade? Laufen? Also, weißt du, warum das Ding jetzt schneller wird? Weil wir machen das Quatschen später. Jetzt kommt erstmal Speed-Dating. Meine Dein Röhre fällt ab, Leute. Was soll denn das schon wieder hier? Egal. So. Hast du Lust auf Speed-Dating? Ja, komm, hau raus. Nee, noch nie. Ich habe das nur immer in so Filmen gesehen, wo die in so einem Raum saßen und dann alle so geredet haben, so über, keine Ahnung, was ist dein Lieblingsfilm und keine Ahnung. Ja, das wird genau Chantal, so. Chantal, mach mal langsamer! Ja, aber echt, Chantal, was ist los, ey? Krass. Also, wie viele Personen leben in deinem Haushalt? Eine. Was hilft dir bei Schluck auf? Auf den Kopf stellen, Wasser trinken. Was? Ja, du musst dich so vorne rüberbeugen und dann so trinken. Kannst du das nachher mal zeigen? Ja, ich kann, kann ich machen. Wie weckt man dich am sanftesten? Kraulen? Ich weiß es nicht. Kraulen? Ich hab auch diesen richtig asozialen iPhone-Wecker. Kraulen. Ich hab diesen richtig asozialen iPhone-Wecker, diesen nö. Oh, ja, sonst werde ich auch nicht wach. Ja. Wie viele Haustiere hast du schon besessen? Ein Kaninchen damals, aber das musste ich dann abgeben, weil meine Schwester hatte auch eins und ihr ist gestorben und dann müsste meins weg, weil Kaninchen alleine haben irgendwie, die können da nicht überleben, weil die dann traurig sind oder so. Ja, es war traurig. Oh Mann. Rest in peace. Ich wollte noch mal einen Hund haben, aber meine Eltern sind gegen Hunde. Hunde sind toll, ich hab einen. Ganz toll. Was ist deine Lieblingsrasse? Möpse. Möp? Entschuldigung. Chantal, mach mal schneller bei der. Welches Museum hast du zuletzt besucht? National History Museum. Wo ist das? In London. Das muss man wissen eigentlich, gell? Ja. Das war vor Corona tatsächlich. Wie riecht Cristiano Ronaldo? weiß ich nicht mehr. Ich war viel zu aufgeregt, als ich ihn getroffen habe. Kannst du mir die Geschichte nachher erzählen? Da kommen wir drauf zurück. Ja, kann ich machen. Wegen was bist du schon mal in Ohnmacht gefallen? Hoffentlich hier heute. Ja, hoffentlich hier heute nicht. Ich habe nie Probleme irgendwie so mit Schwindel, aber ich glaube, wenn ich in Ohnmacht fallen würde, dann, wenn ich Justin Bieber treffen würde. Ich bin ein riesen Justin Bieber-Fan. Dein Was? Ja. Ich habe so geisteskranken Respekt vor dem. Ich finde es voll cool, weil ich finde Justin Bieber auch geil. Auch damals, aber ich habe immer seine dumme Frisur getragen, mit zur Seite und so. Das war so schlimm. Ja, aber ich feiere ihn, seitdem er so voll erwachsen ist und so. Ich feiere das richtig. Ja. Wem erzählst du gute Nachrichten zuerst? Meiner Familie. Oh. Vor welchem Tier stehst du im Zoo am längsten? Alpakas. Okay, kommen Sie mir nach Hause, da kriegst du welche. Was ist die beste Erfindung dieses Jahrtausends? Smartphones. Was ist für dich Zeitverschwendung? Laufbänder. Ach komm! Nein, ey, Chantal, darf das nicht hören! Wer wird deutscher Meister? Erster Fußballclub Köln. Okay. Welcher ist dein lustigster Kurzwitz? Alter, ich kenn gar keinen Witz. Ich kenn gar keinen Witz. Keinen einzigen. Oh, danke dir. Ja. Sag du mal einen Witz. Ich wollte jetzt einen raushauen. Nein, ich kann auch keinen. Ich sag ja, wir haben viel Gemeinsamkeit. Ich bin so schlecht im Kurzwitz erzählen. Und wenn, dann sind sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. So, du hast die Feuertaufe bestanden und darfst deinen eigenen Laufhintergrund enthüllen. Ja, dahinter verbirgt sich was, du kannst absteigen, aber bitte ganz vorsichtig. Ach so, oh, nee, das haben die mir extra vorher gesagt, dass ich hier drauf steigen soll. Ich mach's natürlich nicht. Alles richtig gemacht. Das ist nicht so spektakulär, aber du hast es selber gemacht. Ach Gottchen, meine Minecraft-Welt. Gute Grafik auch, ja. Los Lucros, spricht man das so aus? Ey, du hast dich ja richtig informiert. Soll ich mal wieder aufsteigen hier? Ja, Vorsicht. Okay. Wow, sehr galant. Du musst es ja mal meinen sehen. Das ist meine Minecraft-Welt. Ich weiß auch gar nicht, wie das alles entstanden ist, dass das jetzt irgendwie so viele Leute gucken. Aber naja gut, aber du bist der bekannteste Minecraft-Baumeister, sagt man das? Baumeister. Baumeister. Bob, der
Meister. Erklär mal kurz bitte für Minecraft-Dummies wie mich, was ist Minecraft? Was fasziniert dich im Spiel und wie viel Zeit hast du schon? Mein Gott, so viele Fragen. Boah, es ist sehr schwierig, Minecraft zu erklären. Wenn ich es meinen Großeltern früher erklärt habe, dann habe ich immer eigentlich gesagt... Also ich habe jetzt nicht gesagt, wie Großeltern erklären, ja? Ich meinte jetzt so jemand wie mich. Aber erklärst, wie deine Großeltern Aber es ist quasi wie Lego als Computerspiel. Okay. Und du hast unendliche Lego-Materialien. Bei mir zum Beispiel war es damals mal so, dass ich mir nie so Sachen gekauft habe wie irgendwie ein Lego-Set und dann baue ich irgendwie ein Auto zusammen, sondern immer nur so einzelne Steine und dann baue ich irgendwie selber was zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das von meiner Mutter habe, so die ist Architektin, die mag das auch ganz gern, einfach so aus nichts irgendwie was zu schaffen. So. Ach, die ist Architektin? Ja, auch Innenarchitektin, um genau zu sein. Aber genau, das fand ich mal ganz spannend, dann einfach auch irgendwas zu machen aus Dingen, ohne dass man eine Vorgabe hat. Ja. Und das ist bei Minecraft ja irgendwie auch so der Fall. Also ja. Du kommst quasi in eine Welt rein und kannst jeden Block abbauen und wieder neu setzen und bauen, was du willst und so. Und dann habe ich früher immer auch unser Haus nachgebaut und sowas alles. Oh, das habe ich bei Sims immer gemacht. Das habe ich bei Sims sogar auch gemacht. Oh, hast du Sims gespielt? Sims war sehr geil und da hast du auch mehr Möglichkeiten als in Minecraft, weil du hast halt nur Blöcke hier. Ist alles irgendwie quadratisch. Ich habe ja damals mit Minecraft angefangen auf YouTube vor 10 Jahren und habe mich dann irgendwie immer mehr von Minecraft wegbewegt, weil ich auch selber kein Interesse mehr daran hatte. Mhm. Habe allerdings vor einem halben, dreiviertel Jahr gemerkt, hey, ich hätte irgendwie wieder Bock da drauf. Ja. Und ich wusste, dass Minecraft eigentlich nicht mehr so im Hype ist wie beispielsweise früher. Ja. Und habe mir dann halt gedacht, hey, komm, aber ich habe da Lust drauf, ich mache das einfach mal. Und irgendwie haben die Leute das halt dann gemerkt über die Zeit und dann kamen irgendwie immer mehr Zuschauer dazu und das war ganz schön. Cheatest du? Nee, in der Welt nicht. Was? Ja. Was? Du cheatest in der echten Welt? Bist du verrückt? Cheaten macht das immer so ein bisschen kaputt, finde ich. Aber warte mal, was hast du gerade gesagt? Du cheatest nicht in der Welt. In der Welt nicht. Welcher cheatest du dann? Also ich habe noch so eine andere Welt, wo ich so Sachen vorbaue. Damit ich dachte jetzt, du cheatest in deiner Beziehung, Mann. Also du hast ja keine, aber ich meine, ich kann ja nicht mal cheaten. Na ja, gut, du feierst 10-jähriges Jubiläum. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich war im Urlaub tatsächlich und auf einmal haben mich voll viele Nachrichten erreicht. Hey Luca, alles Gute. Ich denke so, hey, welcher Idiot hat jetzt gesagt, dass ich heute Geburtstag habe? So. Dann so, nee, du machst 10 Jahre YouTube. Ich denke so, was? Und 4,5 Millionen Abonnenten, einer der größten, also damit eigentlich einer der größten, oder? Kann ja, also ich weiß aber auch nicht, wo die woher die kommen. Ja, und 3 Millionen auf Instagram. Also. Ich kann es mir aber wirklich nicht erklären. Also kannst mir gerne was abgeben, folgt gerne meinem Channel auch. Folgt alle Vanessa Mai auf Instagram. Und auf YouTube. Und auf YouTube. Ja. Wann hast du die Hoffnung aufgegeben, unerkannt über die Straße zu laufen? Ich bin ganz froh darüber, dass es bei mir halt alles sehr schleichend kam, sage ich mal. Also dadurch, dass ich das jetzt wirklich schon seit 10 Jahren mache, war es bei mir nie so, dass ich irgendwie ein virales Video hatte, dann ging es plötzlich hoch und dann hätte ich, glaube ich, auch nicht damit umgehen können, wenn plötzlich Leute angekommen wären und gesagt hätten, hey, Foto, bla bla. Sondern es war bei mir wirklich so, dann war es mal eine Person im Monat, dann waren es im nächsten Monat dann 3 Personen und so. Hm. Da habe ich mich da so langsam rangetastet und ich glaube, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Ja, das glaube ich dir. Also kenne ich, bei mir war es auch so. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das ist, wenn du von einem Moment auf den anderen so ein richtig krasses Ding kannst. Ich glaube, es ist auch schwierig, damit klarzukommen dann. Wie voll. Ja. Beispiel Justin Bieber. Ja. Du machst nur, nicht nur Let's Plays. Comedy machst du, Reaction-Videos, Vlogs. Wenn du, geile Frage, wenn du alle Videos löschen könntest und du hättest nur noch eins, was du der Nachwelt überlassen könntest, welches wäre das? Boah, die Sache, was schätzt du, wie viele Videos ich schon hochgeladen habe auf YouTube? Pff, ich habe jetzt nicht gezählt, so gut habe ich mich nicht vorbereitet, aber ich glaube schon einige. Insgesamt, ich habe letztens mal nachgeguckt, mehr als 3000 irgendwas so. Okay, boah, krass. Ja, und da dachte ich mir nämlich auch so, boah, das ist echt das eine ist irgendwie viel Zeit, die ich auf dieser Website verbracht habe. Ich glaube, wenn ich alle Videos löschen müsste, bis auf eins, dann würde ich Fußball mit Alkoholbrille behalten. Fußball mit Alkohol? Das ist ein Video, ja, was wir vor 2 Jahren aufgenommen haben. Ich habe mir so eine Rauschbrille bestellt. Ja. Wenn du die aufhast, vermittelt sie dir den Zustand, als hättest du keine Ahnung wie viel Promille. Und wir waren am Strand und am Strand Fußball spielen ist eh schon schwierig. Und dann haben wir die Brille noch aufgesetzt. Plus, wir haben uns vorher noch mal im Kreis gedreht. Und da ist jeder einfach noch auf die Fresse geflogen. Es war viel zu witzig. Und hast du die noch? Ich habe die noch, ja. Aber ich habe die nicht mitgenommen. Wäre witzig auf dem Laufband gewesen eigentlich. Müsst ihr mal machen in einer anderen Folge. Ja. Ah ja, nee, dann musst du nochmal kommen. Es gibt noch einen absoluten Live-Goal. Mhm. Da war Capital Bra sogar zu langsam. Grüße an Capi. Tiefkühlpizza. Also ich bin ein riesen Pizza-Fan. Ich finde es auch. Wie viele Pizza verdrückst du in der Woche? Du toppst mich nicht, ich schwör's dir. Tatsächlich in letzter Zeit gar nicht mal so viele, weil ich ein bisschen mehr auf meine Ernährung achten muss. Und deswegen war ich auch hier, dass ich ja die ganze Zeit meinte, ich bin so voll nervös, weil ich gar keine Kondition mehr habe. Ich bin auch ganz froh, dass Chantal das gerade auf 3 lässt, hier die Stufe. Das wird sich bald ändern. Nee, aber damals wirklich leider viel zu viel, weil als ich studiert habe, damals locker 10, 12 pro Woche. Was? Wirklich, ja. Ich habe von Pizza gelebt eine Zeit lang. Also das hat sie nicht lang hingezogen, das war bei ein paar Wochen. Ich dachte, also Andreas und ich, wir lieben auch Pizza so und Pasta und wir essen, es kann schon mal sein, dass es 5-mal die Woche ist. Nee, das war wirklich damals, als ich studiert habe und eben bei YouTube gemacht habe, ich hatte gar keine Zeit für
irgendwie kochen und keine Ahnung was. Dann habe ich bestellt und dann wieder eine Pizza in den Ofen geschoben. Es geht auch so schnell. Ja, ich weiß. Her. Ja. Ich meine, man sieht es dir nicht an. Chapeau, alles gut. Dankeschön. Du hast auch noch einen Podcast. Alter, was noch alles? Ich finde es ja toll, wenn Leute so viel machen. Ich feiere das ja voll. Was ist so besonders an deinem Podcast? Gar nichts. Ich weiß auch nicht, warum die Leute sich das anhören. Wirklich? Ja, Sandra und aber ich was sagen, machst das sind, du da? Also, was redest du? Das Ganze ist so entstanden, dass eine Freundin von mir, die hatte damals, war sie irgendwie im Surfcamp, aber sie konnte überhaupt nicht surfen. Und ich habe sie dabei beobachtet, wie sie trainiert hat für ihr Surfabzeichen. Und da war es so, dass sie im Schwimmbad geschwommen ist und zu Beginn hat man noch ihre Beine hinten gesehen und irgendwann hat man nur noch ihre Arme gesehen. Das heißt, sie ist gelaufen. Und wir haben sie so ausgelacht und wir meinten nur so, ey, du musst wirklich schwimmen. Ich schwimme noch, bla bla. Und dann haben wir uns halt so zwar irgendwie nicht verstanden, aber irgendwie dadurch schon verstanden, weil wir den gleichen Humor hatten. Und dann waren wir danach noch irgendwie saufen in Bielefeld. Gibt's ja nicht. Dann haben wir gesagt, komm, wir starten einfach mal einen Podcast. Eigentlich müssen wir diese Storys mal irgendwie den Leuten erzählen. Wir haben den Dick und Doof genannt, weil sie ist ein bisschen korpulenter, ich bin total dumm und dann hat sich das irgendwie alles so ergeben. Du engagierst dich auch noch für Umweltschutz. Verschiedene Dinge. Aber das, verschiedene Dinge. Du hast einen Film gemacht, einen Kurzfilm. Und wie hieß der? Umweltpolizei. So weit hast du recherchiert? Umweltpolizei. Nee, das ist ja schon, da war ich 17 oder so. Das ist ja, und aber finde ich verwerflich, ich finde es toll, wenn man sich dafür engagiert. Aber du machst es jetzt, ist es so was, was du in... Also Alter, da habt ihr aber ordentlich in den Büchern gekramt, hier. Respekt. Das war, um das mal ganz kurz zu erklären, also wir hatten damals so einen Wettbewerb im Kunstunterricht und man sollte irgendwas machen, was aber ein Gesellschaftsthema ist. Also jetzt nicht einfach irgendwie, dass man ein Bild malt. Ja. Und dann haben wir gesagt, ey, wir können alle nicht malen, ich und drei Kumpels von mir, komm, wir drehen einen Film, wie wir einfach bei uns im Park nebenan in Bielefeld so ein bisschen Müll aufsammeln und halt uns die Umweltpolizei nennen. Und damit haben wir irgendwie einen Preis gewonnen. Ich weiß nicht mehr, was das genau war, aber das kam ganz gut an. Also würdest du in Zukunft öfters noch Umweltschutz so machen? Ich mache bald eine Karriere bei der Umweltpolizei, ja. Oh, ich bin dabei bei der Umweltpolizei. Reimt sich sogar. So, wir spielen Face-Swap. Face-Swap spielen wir aber in Kombination mit Double-Time. Weißt du, was Double-Time heißen könnte bei den Laufbändern? Ich kann es mir denken. Ja, Chantal dreht auf. Unsere Mädels hier haben ein paar tolle Promis zusammen gemischt. Also zwei Promis, ein Porträt. Wir fangen an. Ciao. Sandra mit 24 Tim. Ich stehe jetzt mich voll raus. Oh. Oh. Ah, das ist Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Selfie Radcliffe. Oh Gott. Ach krass. Wer ist sie denn? Mit der mache ich den Podcast. Das ist die, die ach, das ist deine für das Freundin. Abzeichen. Ach so, das ist meine Freundin, ja. Sandra. Ach, das ist. Ja. Okay, nächstes. Wow, Leute, das ist aber auch echt hart. Alter, ich hab. Ah! Ja, Cristiano Ronaldo und. Cristiano Ronaldo und Charlie D'Amelio? Rebecca. Ach, Rebecca, ja natürlich, ich hab's mir fast gedacht, aber ich wusste nicht, dass sie hier so einen Muttermann hat. Welche Rebecca? Rebecca Mir, tolle Frau. Rebecca Ronaldo, klingt auch cool. Ist geil, also jetzt kannst du mir die Story auftischen, wie riecht Ronaldo? Und warum weißt du das überhaupt? Ich hab Ronaldo getroffen damals, bei einem Dreh in Madrid war das, für ein neues FIFA-Spiel. Und ach, wir hatten krass. Jeder, ich weiß noch ganz genau, wie es war, wir hatten jeder 10 Sekunden Zeit mit Cristiano Ronaldo. Okay. Und ich habe nur so gesagt, ey, Ronaldo, good luck for World Cup. Und dann er so, thanks. Und ich so, but you will lose against Germany. Hast also, du gesagt? Ja. Und dann haben wir ein Selfie kurz gemacht und jeder dachte, als ich das auf Instagram hochgeladen habe, dass das eine Wachsfigur war, der Ronaldo. Geile Anekdote. Das war echt heftig, der Moment. Und du weißt wirklich nicht mehr, wie er riecht? Also ich habe auch schon jemand Tolles getroffen und ich weiß ganz genau noch, wie der er riecht. Der auch ganz also normal. Sie. Er hatte auch so ein Trikot an und das roch halt so voll nach Kreisliga-Trikot. Das war ein bisschen ekelhaft. Okay, wir machen weiter. Felix Jehn. Und? Vanessa, Sarah? Sarah Engels. Sarah Engels. Nein. Doch! Felix Engels. Also, wir haben uns damals, wann haben wir uns denn kennengelernt? Ich glaube, auf irgendeiner Party war das in Köln. Dann haben wir uns ganz gut verstanden. Dann hat er mich zu seinem Geburtstag eingeladen an der Ostsee. Und dann, weiß ich nicht, habe ich ihn zu meinem Geburtstag eingeladen nach Köln. Dann waren wir was trinken. Nun ist er die Freunde. So. Ja, ganz netter Kerl. Auch ganz liebe Grüße, Felix. Rezo und. Wow, übel, würde ich sagen. Echt übel. Ich kenne immer den YouTuber und dann kommt Vanessa. Und Bastian Schweinsteiger. Guckst du keinen Fußball? Doch, Bastian Schweinsteiger war sogar mein Idol früher. Ja, kann ich verstehen. Mein Vater war immer Hamburg-Fan und dann waren wir im Hamburg-Stadion also, einmal Hamburg gegen Bremen gucken. Nee, Schweinsteiger hat nie bei Hamburg gespielt. Ach so. Aber ich wollte auch nicht zum Hamburg spielen und Papa meinte, doch, du wirst jetzt Hamburg-Fan und ich bin nie Hamburg-Fan geworden, obwohl ich da wohne. Lief doch ganz gut. Ja, ich habe keinen Punkt. Oh, Gottes Willen. Lief auf jeden Fall gut. Jetzt kommt der schlimmste Teil. Alter, wie das schon stinkt. Ah, oh Gott. Aber du hast doch sowas auch schon gespielt auf deinem Channel.
Ja, also zumindest aber das Spiel Never Have I Ever. Sandy liest uns vor, ich muss mitspielen, ich bin quasi dir ausgeliefert, genauso, oder ihr. Wenn wir verneinen, dann müssen wir kennst kippen. Du die Fragen? Nein, wirklich nicht. Ich okay. bin jetzt wie du. Wirklich. Ein Kontakt bewusst unter falschem Namen abgespeichert. Nee, ich bin viel zu ehrlich für sowas. So dumm, dass das vielleicht gerade klingt. Ich wäre auch so dumm, das wird bei mir rauskommen irgendwie. Oh ja, das kenne ich. Ich kann also auch ich habe nie Glück bei sowas. Ah, doch, klar. Also ich nicht, aber mein Papa. Sorry, Papa. Verjährt es? Also nie angefertigt, aber immer damals dann so, dann gingen so USB-Sticks rum, wo so 70 Filme drauf waren oder so vor 10 Jahren. Bitte nicht festnehmen, Deutschland. Bei mir waren es die Sims. Nein, Quatsch. Oder doch? Naja. Was ist es bei dir? Da war ein Stück drin. Was war das? Ingwer? Ingwer! Magst du nicht? Oh. Also ich hatte rote Beete, freu dich drauf. Ich zwinge mich eigentlich jeden Morgen so einen Ingwer-Minztee zu trinken, aber da ist Tabasco, glaube ich, drin. In einem doch habe ich, weil ich hatte ein Shooting, ein Milch-Shooting. In der Pandemie tatsächlich, weil wir konnten ja irgendwie gar nichts machen und deswegen habe ich einer meiner Lieblingsfotografinnen angerufen und sie mich tatsächlich. Und ich habe mich in die Badewanne gelegt mit Milch. Die okay. stinkt ordentlich auf der Haut, sage ich dir. Aber gibt es nicht sogar so Schönheitsbehandlungen, dass man irgendwie so, nee, in Schlamm badet man da, ne? Ach, ich glaube, du kannst alles dir ins Gesicht klatschen, irgendwas, die verkaufen doch alles. Ja. Also. Du nee, nicht? Nie gemacht. Ich habe damals nur, ich fand es so witzig, als es diesen YouTube-Trend gab, dass alle plötzlich in Chicken Wings gebadet haben. Mm. Das war das Ekelhafteste der Welt. Ich dachte mir einfach nur so, wie könnt ihr? Völlig unmoralisch und dann auch noch da. Nee, das ist echt nicht gut. Das ist schwierig. Nicht cool. Ja, du nicht? Also du hast gepostet, fandest es dann irgendwie doch blöd und dann hast du es irgendwann doch wieder rausgehauen, weil du dachtest, nee komm, der Post hat es doch verdient. Bestimmt schon mal irgendwann. Ja, also ich kann mich jetzt nicht genau an irgendwas erinnern, aber es war sieht aus wie Mexikaner. Ja, genau das ist es auch. Das ist Mexikaner? Mm. Oh Junge, ist es scharf. Oh, das ist aber der lecker. Der ist richtig scharf, was? Das ist lecker. Boah, ist das scharf. Der scharf. Alter, hab ich da fünfmal reingepackt? Never ever, ey. Nee. Also ich habe mir mal meinen Damenbart weggewachsen, ich schwöre dir, mach's nicht. Ich habe nichts machen lassen, aber ein Kumpel hat eine Wette verloren. Oh, hart. Oh. Was und musste? Dann, ja, vom Fußball irgendwie, wir haben nach dem Training Rattenschießen gemacht und dann musste er halt so Dings, ganze Beine abwachsen. Alle? Ja. Und wir saßen alle mit dabei. Also alle beiden Beine? Er hat nachher mal allen gesagt, dass er es extra gemacht hat, damit er schneller ist. Es gibt auch Leute, die sind ja geisteskrank behaart. Ich habe kein einziges Barthaar, kein einziges Brusthaar. Ich weiß auch nicht, was bei mir Nein? da falsch läuft. Nee. Ja, hier habe ich ein bisschen Haare. Siehst du? Okay, ich glaube, ich habe mehr Haare als du, aber gut. Alles klar, weiter geht's! Na, übergeben. Verschimmelte Sachen. Echt? Ja, ich bin der schlechteste Koch der Welt. Ja, ich auch, aber ich bild übergeben mir ein, ist dass schon kann. Hart. Ich bild mir mal ein, dass ich kann. Ich auch. Vor allem, ich koche dann und denke, boah, das sieht voll geil aus und so. Dann esse ich es und denke mir, ey, nee. Aber kotzen musste ich jetzt noch nie davon. Ich finde es auch immer so komisch, wenn Leute sagen, ich kann nicht kochen, weil eigentlich, du musst ja wirklich nur eine Anleitung befolgen. Ja, aber das ist schon ein bisschen. Bei mir ist halt oft so, dass ich dann irgendwas vergesse einzukaufen und dann mache ich auch irgendwas falsch mit der Pfanne oder zu lang und dann versuche ich es auszugleichen durch irgendwas anderes. Same, same. Aber kotzen muss ich trotzdem noch nicht. Trink. Ja. Warte mal, du willst mir sagen, dass ich trinke, weil ich vom Computer gepennt habe und du bist Gamer und hast du nie vom Computer geschlafen? Ich kann nur in meinem Bett irgendwie einschlafen. Ich habe auch noch nie in einem Flugzeug geschlafen. Aber nicht mal so. Kurz, mal so. Nee. Nein? Wirklich nicht. Ich bin oft in der Schule eingeschlafen, das muss ich gestehen. Ach komm, da müssen wir doch auch trinken, deswegen. Ja, komm, nein. Ich nein, 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 ja, warte, okay, ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, du musst ihn eh noch trinken. Okay. Warte. Klar. Also ein Wein nicht, aber andere tausend Dinge wegen dem schönen Etikett. Ha! Ja, Chin-Chin. Ich hasse Weißwein. Der ist richtig krass, Freunde. Ich hasse Weißwein. Ich habe gar keine Ahnung von Weißwein. Und ich habe es immer so gemacht, dass ich immer das schönste Etikett genommen habe. Und nicht der, der 2 Euro kostet, aber auch nicht der, der 10 Euro kostet. Irgend so ein Mittelding. Bist du kein Weintrinker? Nee. Rotwein auch nicht? Bier und Gin Tonic nur. Alter, wie kannst du das einfach so runtergeben? Wir machen jetzt den Schleudergang. Weißt du, was jetzt kommt? Schleudergang? Der schlimmste Teil. Wir machen jetzt den Schlusssprint. Schlusssprint. Und ich habe die Runde Hardcore-Round genannt. Oder nein, Hardcore-Mode. Was gibt's das? Hardcore-Mode? Keine Ahnung, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, mein ganzer Mund brennt. Ja, je schneller du jetzt antwortest, umso schneller bist du fertig. Okay. Hast du Bock auf den Hardcore-Mode? Ich kann ganz schlecht ganz kurz antworten, aber ich versuch's. Das freut mich! Komm, let's go, let's hau rein. Go. Also, Bier oder Cocktail? Bier oder Cocktail oder Bier oder Kaffee? Oh mein Gott, Bier oder... Oh, ich muss aufkommen. Bier, ich hasse Kaffee. Was? Cocktail! Ach, Cocktail! Oh dann, mein Gott!
Dann nach Cocktail, weil Bier in Mengen ist auch nicht so gut. Besitzt du einen Festnetzanschluss? Was, nee, wer besitzt nein, einen Festnetzanschluss? Nein. Balu oder Balenciaga? Das sind meine Hunde in dem Minecraft. Ach so. Balu, weil ich schon mehr mit ihm erlebt habe. Fürchtest du dich vor Haarausfall? Nee, aber ich bin generell so ein Mensch, wenn man alt hat oder wenn man älter wird, dann ist es halt so. Ja, finde ich gut. Kann man ihn nicht ändern. Hältst du dir beim Sprung ins Wasser die Nase zu? Nee. Chantal Chill, die macht die auf 13 plötzlich. Chantal Chill. Kannst du Blut sehen? Ja. Krass. Du? Ja, Blut. Nein. Ich kipp schon um, wenn ich mir den Finger kurz schneide. Das ist voll krass. Nie wieder. Ich kann nicht mehr. Nie wieder Minecraft. Hau raus jetzt. Nie was? Nie wieder Minecraft oder nie wieder Pizza. Boah. Oh Mann, ich renn mit dir! Alter, ich weiß es nicht, das ist total schwierig. Das ist so wie, wen magst du lieber, Mama oder Papa? Ich würde sagen, nie wieder Pizza dann tatsächlich. Hast du einen Erzfeind? Dieses scheiß Laufband und Chantal. Chantal. Reda Wiedenbrück. Uch. Das ist meine Heimat. Oder Bielefeld. Wo ist denn Reda Wiedenbrück? Das ist ein kleiner Vorort von Bielefeld, da komme ich hergebürtig. Ach so, doch kein Bielefelder. Ja, wir sagen mal Bielefeld. Okay. Bielefeld. Ach, Bielefeld. Weil ich da jetzt wohne, ja. Warst du mal auf einer Fridays for Future Demo? Mach jetzt! Ja, doch, ja, in Berlin. Mega! Nie wieder selbst kochen oder nie wieder bestellen? Nie wieder selbst kochen, okay, Alter. Ist ja klar. Wie viele Punkte hast du? Null. In Flensburg? Null. Was war das Schönste, was dir heute passieren konnte? Dass das Ding hier gleich aus ist. Es ist aber noch nicht aus. Alter. Au. Ah. Okay. Sag mal, warum sahst du viel eleganter aus als ich? Ach, ehrlich? Ich laufe immer wie so eine Giraffe, sagen meine Freunde immer. Ich laufe wie ein Trampeltier. Was sagt deine Uhr? Klinisch tot. 166er Herzfrequenz. Geil. Oh. Ich würde dir gerne sagen, dass es mir ein Fest war mit dir, aber irgendwie weiß ich noch nicht, ob ich sagen soll. Nein, das war echt. Vor allem hattet ihr auch lange Pause, hast du gesagt, ne? Ja, wir hatten eine lange Pause. Aber da alle so fleißig weitergucken und hoffentlich von deinen 4,5 Millionen plus 3 Millionen. Mathe ist nicht meine Stärke. Hoffe ich, dass viele zugucken werden und das weitergeht und so. Tschüss. Nee, du kommst mir nicht so einfach weg. Ach so, oh, schade. Weil immer wenn wir so Profis, so YouTube-Profis am Start haben, dann lerne ich gerne von euch. Deswegen erweist du uns die Ehre. Das war's vom heutigen Video auf dem SWR Schlager Channel. Meine Güte. SWR Schlager Channel. wenn ihr noch kein Abonnent seid, was macht ihr falsch? Klickt auf jeden Fall auf Abonnieren. Hier oben findet ihr ein Logo eingeblendet. Die letzte Folge mit Vanessa Mai findet ihr hier eingeblendet. Oh. Und ich gehe gleich kotzen, glaube ich. Chantal, wir müssen reden.